Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Heute geht's mal um die Merlin-Aufgaben, weil ich hatte in meinem Playthrough einige Probleme mit der einen oder anderen Aufgabe. Und deswegen habe ich mir gedacht, wäre es vielleicht ganz spannend oder ganz interessant zu sehen, welche Zauber man für jede Merlin-Aufgabe braucht. Denn eigentlich kann man jede Merlin-Aufgabe relativ früh im Game schon schaffen, bis auf eine, die zeige ich euch gleich. Und ich würde sagen, wir gehen alle Merlin-Aufgaben einmal durch, dass ihr genau seht, was man jeweils bei den Merlin-Aufgaben machen muss. Manche sind selbsterklärend und einfach, manche, finde ich, haben einen kleinen Kniff und sind etwas komplizierter, aber das sehen wir jetzt. Ich würde sagen, wir fangen auch hier direkt mit der ersten an. Ich stehe hier nämlich schon bei einer, bei dieser Merlin-Aufgabe. Und hier müssen wir. Oh, das ist zum Beispiel schon mal eine. Da habe ich sehr, sehr lange überlegt, was man mit diesen Steinen machen soll. Und zwar braucht ihr hierfür den Zauber Lumos. Und was ihr machen müsst, ist mit Lumos diese Schmetterlinge hier einsammeln und die Schmetterlinge zu diesem Stein bringen. Wenn ihr da seid, könnt ihr Lumos wieder ausmachen und dann habt ihr einen Stein geschafft. Das mache ich mal eben bei allen drei Steinen und dann geht es weiter zur nächsten Merlin-Aufgabe. Und da sind wir auch schon bei der nächsten Merlin-Aufgabe. Hier gibt es immer einen Stein und ein Loch. Und jetzt müsst ihr ein bisschen Golf spielen. Und das meinte ich übrigens auch, ich habe es oft da in den Streams erzählt, dass hier ein bisschen was von Breath of the Wild drin steckt. Denn sowas kenne ich nur von den Grog-Sammeln im Breath of the Wild. Man schmeißt hier den Ball runter, der rollt hier runter und dann bis in das Loch da unten. Und dann habt ihr die Aufgabe schon geschafft. Das Ganze funktioniert am besten mit Wingardium Leviosa. Den kriegt ihr leider erst relativ spät im Game. Was auch geht, ist Depulso, was ich gerade benutzt habe. Ups, das war nicht so schlimm. Oder bedingt geht auch Accio. Der Stein ist aber relativ schwer. Da müsst ihr dann ein bisschen rumprobieren. Manchmal hängt er auch fest. Da müsst ihr ein bisschen dagegen laufen. Aber das geht theoretisch auch mit Accio. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt zum nächsten. Bei dieser Aufgabe habt ihr immer solche kleinen Plattformen hier. Ist ähnlich wie die Aufgabe davor. Allerdings braucht ihr hier nicht einen großen Stein, sondern viele kleine Steine. Wenn ihr da einfach mal ein bisschen Revelio benutzt, dann seht ihr schon, dass hier überall so kleine blaue Punkte sind. Die könnt ihr mit Accio einfach zu euch rufen und dann jeweils in diese Vorrichtung bringen. Wenn ihr das dreimal gemacht habt, dann ist auch diese Merlin-Aufgabe geschafft. Das hier ist eine der einfachsten Merlin-Aufgaben, finde ich. Hier gibt es solche großen Steine, die auch blau markiert sind. Und alles, was ihr machen müsst, ist die mit dem Zauber Confringo, das ist dieser hier, anzugreifen und zu zerstören. Und das war's schon. Auf zur nächsten. Das hier ist eine etwas kniffligere Prüfung. Bei dieser Prüfung habt ihr drei Feuertöpfe. Dort ist einer, hier unten ist einer und da vorne ist einer. Und was ihr machen müsst, ist die relativ zügig hintereinander ebenfalls mit Confringo zu befeuern. Ihr könnt die auch anvisieren. Und mein Tipp oder die Reihenfolge ist immer: der auf dem höchsten Stab, dann der mittlere Stab und dann der, der auf dem Boden ist. Weil der Stab senkt sich, wenn die Flamme einmal an ist. Deswegen würde ich immer mit dem anfangen, logischerweise, dessen Stab am höchsten ist. Dann den da hinten und dann den hier. Die war relativ easy. Es kann teilweise sein, dass sie wirklich weit auseinander sind und ihr ein wenig laufen müsst. Da müsst ihr dann einfach schauen, dass ihr die richtige Reihenfolge einhaltet. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt zum nächsten. Während ich hier auf dem Weg zur nächsten Aufgabe bin, könnt ihr mir gerne mal in den Kommentaren sagen, was ihr gerne wissen wollen würdet in Hogwarts, welche Geheimnisse ihr euch zur Verzweiflung gebracht haben und was ihr gerne mal von mir wissen wollen würdet. Und hier sind wir auch schon direkt bei der nächsten, meiner Meinung nach, der aller einfachsten Prüfung überhaupt. Denn hier müsst ihr nichts anderes machen, als auf diese Steine nacheinander springen. Und wenn ihr das gemacht habt, dann ist auch diese Prüfung bestanden. Easy peasy. Das finde ich ist auch eine ganz coole Aufgabe. Hier müsst ihr diese Köpfe oder diese Bälle finden und die zerstören.
Davon gibt es dann immer 9 Stück in der näheren Umgebung. Mit Revelio könnt ihr die ganz gut orten, denn die sind blau. Da müsst ihr die einfach nur zerstören und dann habt ihr die Aufgabe geschafft. Und hier kommen wir zu der Aufgabe, wo ich sagte, hier braucht man einen Endgame-Zauber. Denn hier braucht ihr tatsächlich Flipendo. Das ist ein bisschen schade, weil sonst alle anderen Aufgaben kann man relativ früh machen. Und hier müsst ihr einfach den Würfel obendrauf so drehen, dass das Zeichen, was oben ist, zu dem Zeichen passt, was unten ist. Da müsst ihr einfach mal ein bisschen schauen. Da ist zum Beispiel das. Drehen wir das noch einmal und nochmal so. Und dann, bis das Zeichen da ist. Und dann nochmal so drehen. Und dann haben wir den ersten. Das Ganze macht ihr dreimal. Und dann habt ihr auch diese Merlin-Prüfung geschafft. Und ich glaube, das war die letzte Prüfung. Ich glaube, jetzt habe ich alle abgedeckt. Falls ich eine vergessen habe, schreibt gerne unten in die Kommentare, Leute. Dann tut es mir leid, aber ich glaube, ich habe alle. Ich glaube, wir müssen alle haben. Jump and Run, normal schießen, die Bälle abschießen, die großen Quader kaputt machen, Lumos, das hier, die Feuertöpfe und bald ins Loch. Ich glaube, das sind alle. Würde mich sehr freuen, wenn ihr ein Like auf dem Video lasst. Mich würde sehr ein Follow freuen und damit sage ich dann bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute.